Guten Abend, liebe Zuschauer. The Masked Singer ist definitiv das verrückteste Abenteuer, auf das ich mich bisher begeben habe. Inzwischen fühle ich mich mehr als wohl auf der Bühne und lebe gerne die Diva in mir aus. Meine Tochter ist mega Füchsli-Fan. Das Leben ist schön und ich werde die Zeit hier niemals vergessen. Ich danke euch und wünsche euch nun gute Fuchsunterhaltung. Hashtag Team Fuchs. Oh, das ist ein schönes Kostüm, oder? Yeah. So glänzig wie diese schöne Stiefel, Heels, sexy, sexy Lady. Gib Gas, Fuchs. Wichtiger Indiz, keine Profisängerin. Nein. Was? Ja, sie hat gesagt, das ist das Verrückteste. Lying here on the floor where you left me, I think I took too much. I'm crying here, what have you done? I thought it would be fun. I can stay on your life support, there's a shortage in the switch. I can stay on your morphine, cause it's making me itch. I said I'd try to go to nurse again, but just being a little bitch. I think I'll get out of here, where I can run just as fast as I can, to the middle of nowhere, to the middle of my frustrated fears. And I swear, you're just like a pill, instead of making me better, keep making me ill, keep making me ill. I have moved from the spot where you left me, it must be a bad trip. And all of the other pills, they were different. Oh, maybe I should get some help. I can stay on your life support, there's a shortage in the switch. I can stay on your morphine, cause it's making me itch. I said I'd try to go to nurse again, but just being a little bitch. I think I'll get out of here, where I can run just as fast as I can, to the middle of nowhere, to the middle of my frustrated fears. And I swear, you're just like a pill, instead of making me better, keep making me, run just as fast as I can, to the middle of nowhere, to the middle. Die Show gestohlen, schon wieder. Wow. Einfach schon wieder. Aha. Sensationell. Heute habe ich richtig Freude an diesen Performances. Luca, schau mal, wie du da auf deinem Stühle tanzt. Oh, ich bin ganz hibbelig. Fuchs, was war das denn? Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist sie richtig angekommen. Wow, das war wirklich hammermässig. Hammermässig und es sprudelt aus mir raus. Ich habe Ideen. Du hast? Ich habe Ideen, wo das Berlin, ich sage nichts. Also im Indiz, ja, die Brücke, der kennt natürlich auch den Fernsehturm noch. Stand-up paddeln. Und
Und, also ja, okay, wer tut jetzt in Berlin Stand-up paddeln, ist die Frage. Aber ich weiss, wer gerne Stand-up paddelt, nämlich eine Schweizer Musikerin. Und das ist Eliane Müller. Nein! Ist das wirklich? Nein! Sicher nein. Auf ihrem Instagram. Wert. Das ist eine professionelle Stand-up-Paddlerin. Und sie hat geil gesungen. Eliane Müller seit ganz vielen Jahren. Also sie war noch nicht bekannt. Sie hat in der Kirche an meiner Hochzeit gesungen. Das steht sogar auf Wikipedia. Genau, dann war ich in der Jury von die größten Schweizer Talente, hat sie gewonnen und dann ist sie bekannt geworden und ich kenne sie. Also es kann nicht sein. Und Eliane ist nicht vegan oder vegetarisch. Nein, ich sehe jetzt halt ein bisschen mehr. Die letzte Indizien. Sie hat ihre eigenen Produkte. Ja, die hat also Kosmetikprodukte und so, oder? Habe ich verstanden. In den letzten Indizien. Alles kann und muss kein Christina, geh auf Berlin. Ich will jetzt nicht streiten, ihr zwei. Sie hat in Berlin auch Songs aufgenommen. Und sie macht immer so einen Schluchzer am Schluss. Schluchzer. Ich habe mich fast verschluckt. Nee. Also, und also muss ich vergessen, eben. Das am Look. Vegan. Aber es kann eine Fehl... Fall von einloggen für mich. Da haben wir auf jeden Fall eingeloggt. Aber Christa, du bist vollkommen anderer Meinung. Also ich denke, Eliane Müller ist nicht. Okay. Das auf keinen Fall. Wer ist es dann? Also ich muss sagen, dass, also wenn die Indizien stimmen, oder wegen vegan und Kochen und Lifestyle und dann noch Musik, aber nicht Profi und Berlin und auch die schöne Figur und so. Ich habe gedacht an Silvina Spies, die Influencerin. Oh wow, okay. Food, Lifestyle, Veggie, aber auch Musik. Dann habe ich sogar gedacht, eben vorher auch an Zoe Pastel wegen den Produkten, aber nein. Jetzt bin ich noch sicherer, weil Silvina hat gerade ihre Make-up-Produkte auf den Markt gebracht. Stimmt, ja. Oder am Anfang hatte ich sogar das Gefühl, es könnte Susanne Kunze sein, weil Susanne kann nicht nur tanzen, sondern auch, aber nein. Ich bleibe bei Silvina Spies. Silvina Spies, schauen wir ein. Steffi, hast du auch schon eine Idee oder vielleicht eine Frage für unseren Fuchs? Das dürfen wir natürlich auch noch stellen. Ja, genau. Ich habe Ideen, aber ich stelle zuerst die Frage. Das ist, glaube ich, einfacher. Füchsli, du hast uns heute gezeigt, wie viel Power das in dir steckt, dass nicht einmal ein Käfig dich stoppen kann. Einen wunderbaren Song haben wir gesehen. Was ich von dir wissen möchte, bist du echt so eine richtig grosse Kämpferin? Ein Fuchs weiß sich stets durchzubeißen und besitzt das Talent, sich aus jedem Bau zu befreien. Okay. Jetzt haben wir eine Antwort. Wir haben zwei Meinungen von Christa und von Luca. Und dann haben wir noch Indizien gehabt. Stand-up-Paddel war dort. Das ist mir auch aufgefallen. Dann war noch Blitzlichtgewitter. Und so. Ich weiss ehrlich gesagt manchmal nicht so recht, was wir mit dem anfangen sollen. Aber apropos Stand-up-Paddel ist mir noch jemand in Sinkot, Linda Gwerder, eine grosse Stand-up-Paddlerin vor dem Herrn, die auch so eine sehr flexible Person ist. Mal ist sie dort, mal ist sie dort. Ich könnte ihr durchaus zutrauen, dass sie auch auf der Bühne steht und so einen Alanis Morissette herhaut, wie du das heute gemacht hast, liebes Füchsli. Ich habe aber noch eine Idee gehabt. Was wäre jetzt, wenn das eine ist, wo singt, aber wo wir völlig anders im Ohr haben? Mhm. Zum Beispiel Melanie Oesch, die wir als Jodlerin kennen. Und jetzt ist die einfach da und haut mal völlig andere Sachen raus. Why not? Und dann habe ich noch gedacht, wir haben noch Kathi Winter. Kathi Winter, wissen Sie noch? Ja, von Baschi, oder? Genau. Jetzt von Baschi. Eine wunderbare Sängerin. Und die ist Ernährungscoach. Ich weiss nicht einmal, ob sie Veggie oder vegan ist. Aber Kathi Winter ist mir einfach noch in den Sinn gekommen. Ich habe die mal live gesehen, die ist unglaublich stark. Und ich finde, die Stimme hat mich weggehauen. Ja, die Rockröhre hat sie auch ein bisschen, gell, Kathi, so wie ich mich noch mal erinnere.
kommt an, oder? So ein das Rockige in der Stimme. Ja, genau, absolut. Und was ich auch finde, oder? Das ganze Vegane, es ist so aufdringlich einfach jedes Mal gekommen. Vielleicht ist es einfach die Fehlleitung von dieser Staffel. Es geht hier um Geschwindigkeit. Wer ist die schnellste Stand-up-Paddlerin von der ganzen Schweiz? Wir wissen es. Es ist eindeutig Delian Müller. Also gut, schau jetzt. Das ist sehr schön. Jetzt. Folgende Promis stehen als Fuchs im Raum. Wir schauen ein, Silvina Spiess. Genau. Dann Kathi Winter. Ja. Und Elian Müller. Und Susan Kuhns haben wir ja auch noch gehört. Ja, also ich habe so klein geschrieben, auch Meta Hildebrand, quasi wegen den roten Haaren beim Buchnehmen. Doch immer rot schimmern. Ja gut, wenn es bei Ihnen die Heim auch schimmert, und zwar, dass der Schimmer immer weiter sollte schimmern, dann rufen Sie an 0901 54 46 und Endziffer 06 für unseren Fuchs. Oder schicken das SMS an Nummer 377. Füchsi, hast du super gemacht. Schau auch, alle völlig verwirrt. Auf dich wartet ein veganer Snack hier hinten Backstage. Danke dir vielmals. Unser Fuchs! Unser Fuchs, du läufst in die richtige Richtung. Immer nur weiter.